Schönen guten Tag zusammen, euer Serge Mengazibu, aka Nkumukusa. Ganz kurz zuhören. Zu viele Flüchtlinge im Land. Bei der Asylpolitik muss dringend gehandelt werden. So sieht das ein Großteil der Deutschen. Und darum ringen ab heute Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Wichtigstes Thema dabei: illegale Migration eindämmen. Allerdings gibt es zwischen Ampelparteien und Opposition da noch immer verschiedene Vorstellungen, was die richtigen Mittel sind. Die Union drängt auf konkrete Beschlüsse, zum Beispiel, ob es künftig eine Obergrenze geben soll und wie die Kosten aufgeteilt werden. Viele Gemeinden sind am Limit. So, nochmal zuhören. Vor allem für diejenigen, die ganz, ganz viele Demos besuchen gegen rechts. Einfach nochmal zuhören, weil dann habe ich nämlich eine Frage genau an euch. Zu viele Flüchtlinge im Land. Bei der Asylpolitik muss dringend gehandelt werden. So sieht das ein Großteil der Deutschen. Und darum ringen ab heute Bund und Länder bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Wichtigstes Thema dabei: illegale Migration eindämmen. Allerdings gibt es zwischen Ampelparteien und Opposition da noch immer verschiedene Vorstellungen, was die richtigen Mittel sind. Die Union drängt auf konkrete Beschlüsse, zum Beispiel, ob es künftig eine Obergrenze geben soll und wie die Kosten aufgeteilt werden. Viele Gemeinden sind am Limit. So, das war jetzt keine Aussage von einer Alice Weidel oder von einem Björn Höcke, den ich nicht kenne, oder von einem Chrupalla oder irgendein AfD-Politiker. Das war jetzt von Weltnachrichten, Sender, ja, live vor 2 Tagen, Link folgt diesem Video. Wenn ihr also auf die Straße geht, gegen rechts, gegen wen geht ihr da genau auf die Straße? Denn jede Partei hat einen linken und rechten Flügel. Fast jede Partei. Wenn ihr auf die Straße geht gegen Rassismus, kann ich ja auch noch verstehen, ist ja eine gute Sache, Rassismus ist ja scheiße. Aber wenn eine Anti-AfD-Demo stattfindet, jetzt eine Preisfrage. Die Aussage, die jetzt gerade da getätigt worden ist, wo spaltet sie sich denn so sehr von der Aussage von der Alternativen für Deutschland im Bereich Migration? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Findet den Fehler. Gegen rechts demonstrieren müsste man erstmal wissen, was rechts. Rechtsextremismus, Nazis, Rassisten, wenn man gegen Rassismus auf die Straße geht, das versteht jedes Kind. Aber wenn man eine Anti-AfD-Demo macht, eine von der Verfassung zugelassene Partei, Serge Menga, du Schlaumeier, yeah, darf man nicht vergessen. Die Aussage, die hier getätigt wird, ist die Aussage, sagt er, was die Mehrheit der Deutschen genauso sieht. Also haben wir also in Deutschland, nach eurem Verständnis, mehr AfD-Wähler als Bürger, als alles andere? Da stimmt doch irgendetwas nicht. Ihr seid gefragt. Lasst uns fair bleiben und im Diskurs miteinander nach Lösungen finden. Nicht direkt bei Anti-Rechts und AfD direkt losrennen. Das sorgt für Spaltung und soziale Unzufriedenheit im Land. Das wünscht auch sich der Schwarz aus Essen nicht. Ihr seid gefragt. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt.